von den Bündnis 90 Grünen. Herr Präsident, meine Damen und Herren! Im Jahre 1999 hat der Deutsche Bundestag eine Staatsangehörigkeitsreform beschlossen, die am 1. Januar 2000 in Kraft trat unter Rot-Grün, die ein wichtiger Schritt in unserem Staatsangehörigkeitsrecht war, weil erstmals konnten die Kinder von Migranten in Deutschland mit ihrer Geburt Deutsche werden. Dieser Gesetzentwurf oder dieses Gesetz hatte damals allerdings einen großen Makel. Den hat uns der Bundesrat Rheinland-Pfalz, die FDP, eingebracht. Und ich bin froh, nachdem die FDP jetzt nicht mehr im Hause ist, dass wir auch diese liberale Hinterlassenschaft einmütig beseitigen wollen, indem die Koalition beschlossen hat, die Optionspflicht abzuschaffen. Da will ich auch ausdrücklich den sozialdemokratischen Kollegen gratulieren, weil das war wahrscheinlich nicht ganz so einfach, weil noch im Juni hat die Union und die FDP in namentlicher Abstimmung das einstimmig abgelehnt. Der parlamentarische Staatssekretär Schröder sagte damals, wir wollen die deutsche Staatsbürgerschaft nicht verramschen, die Optionspflicht sei ein Erfolgsmodell. Und er sei gegen eine generelle Hinnahme von Mehrstaatlichkeit. Der Kollege Grindel sagte, wer Ja zu Deutschland sagt und gerne hier leben wolle, von dem könne er auch die Entscheidung für die deutsche Staatsbürgerschaft unter Ablegung seiner alten Staatsbürgerschaft erwarten. Gut, dass wir dies zumindest bei der Optionspflicht nun zu den Akten nehmen. Aber wir haben ein Problem, weil Sie kommen mit Ihrer Gesetzgebung nicht voran. Deshalb will ich jetzt auch mit Lob und Tadel anhand von Zitaten Schluss machen. Auf den Schreibtischen der deutschen Ausländerbehörde liegen gegenwärtig 5.000 Fälle, wo wegen der bestehenden Optionspflicht weiterhin der Entzug der deutschen Staatsangehörigkeit droht. Sie wollen diesen Unsinn doch abschaffen und beenden. Aber machen Sie jetzt auch Schluss damit. Sie haben es doch selber in der Hand. Deshalb sagen wir wollen die Länder auffordern als Bundestag, und der Bundesinnenminister könnte das auch in einer entsprechenden Auslegungsentscheidung mitteilen, dass jeder, der eine Beibehaltungsgenehmigung gegenwärtig beantragt, sie entweder sofort erhält oder man das Verfahren ruhen lässt, bis der Gesetzgeber die Optionspflicht auch abgeschafft hat. Der Bundesinnenminister hat mir gestern in der Befragung der Bundesregierung gesagt, wir werden zum Thema Optionspflicht sehr schnell, ohne schuldhaftes Zögern, einen Gesetzentwurf vorlegen, mit dem die Koalitionsvereinbarung exakt umgesetzt wird. Ich verstehe nicht, dass das im BMI so lange braucht, es keinen Referentenentwurf und noch nichts gibt. Es ist gar nicht so schwierig, wie man an dem Gesetzentwurf, den wir hier heute vorgelegt haben, sieht. Nehmen Sie unseren Gesetzentwurf zur Grundlage, dann können wir schnell zu einer Beschlussfassung kommen. Und dabei ist mir ein Punkt wichtig. Der Optionszwang war, da sind wir heute alle dieser Auffassung, rechtspolitischer, integrationspolitischer Unsinn. Dann darf man diesen Unsinn auch nicht weiter praktizieren, und dann darf man auch Menschen unter diesem Unsinn nicht weiter leiden lassen. Deshalb wollen wir, wer jetzt aufgrund der noch fortbestehenden Optionspflicht die deutsche Staatsbürgerschaft verliert oder bereits verloren hat, der muss sie unbürokratisch und gebührenfrei auf Antrag zurückbekommen. Das sieht unser Gesetzentwurf entsprechend bei der Neufassung des § 29 vor. Und wer infolge des Optionszwangs in der Vergangenheit seine ausländische Staatsangehörigkeit aufgegeben oder verloren hat, der muss die Genehmigung erhalten, sie wieder zu beantragen. Das ist konsequent, wenn man die Option. Herr Kollege Beck, Sie denken an die Redezeit. Ja, ich komme jetzt auch zum Schluss, Herr Präsident. Wir wollen nicht, dass noch irgendjemand Opfer dieses politischen Nonsens wird. Und überlegen Sie sich mal, Sie geben die Ideologie des Verbots der doppelten Staatsangehörigkeit damit beim Optionszwang auf. Bei der Einbürgerung halten Sie allerdings daran fest. Das macht überhaupt keinen Sinn. Und wenn man den Migrationsbericht, den die Bundesregierung gestern vorgelegt hat, sich anschaut, dann sieht man heute schon, ist jede zweite Einbürgerung mit Hinnahme der doppelten Staatsangehörigkeit. Lassen Sie uns beim Thema Staatsangehörigkeit auch den anderen 50% sagen,
Ja, auch ihr dürft euren alten Pass behalten, wenn ihr Deutsche werden sollt, weil ihr seid uns willkommen. Am Thema Willkommenskultur hat dieses Land noch einiges nachzuholen. Vielen Dank. Nächster Redner ist der Kollege Helmut Brandt, CDU.